mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Otakshino kenko ni tsuite, shimpai shite kurete arigatou. Douka kotoshi mo yoi toshi de aru youni.希望します。目立たき平等に登れるとこの第一歩に当たります。諸君と共に平等の万歳を心の底から賛唱いたしたいと思います。 L'immense effort du salut commun et la réforme profonde de l'État. Il est temps que dans cet accord des actes et des volontés, la République française, de noyautage en noyautage sous une certaine dictature, soit de perdre. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Sorry, Brent Ford. But you have been. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. C'è un prima e un dopo. C'è un prima della guerra e un dopo guerra. Non guardiamo più al prima della guerra. Non abbiamo nostalgie per quel tempo. Per quegli uomini, per quegli avvenimenti, per quelle dottrine, poiché noi abbiamo bruciato i nostri bastimenti alle nostre spalle. Easy, almost as easy as what my win in the 2024 election will be. Es bleiben im Raum. Stalin! Ich war hier von der Akademie. Ganz Europa erobert. Von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen. Bis... es ist mein Wille.
Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt, gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Land Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Emil, kommen Sie doch mal hier, bitte. Mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Ja, in der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein Führer? Es ist gut. Mein lieber Himmler. Mein treuer Heinrich. Es ist gut. Gehen Sie nur. Führer. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. Oh, not again. Oh, for fuck's sake, man. Schlachten meine Männer zu fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das Sie in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der meine Männer mit einem Prügel totschlägt, der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. Das ist doch Soldatentratsch. Kein Mensch glaubt wirklich, dass der Bärenjude ein Golem ist. Und wenn doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster, die nach Belieben erscheinen und verschwinden können. Sie wollen beweisen, dass Sie aus Fleisch und Blut sind? Dann bringen Sie sie mir! Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus. Yes! 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 No! 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 Fuck! Shit!
weiß nicht warum, mein Mädchen kaut Kabago, mein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo, poor old man. Meine Familie, falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber. Jeder Kommandeur, der Kräfte zurückhält, hat binnen 5 Stunden sein Leben verwirkt. Sie selbst. Haften wir dafür mit Ihrem Kopf. Jawohl, mein Führer. Chocolate, chocolate chip. Eat some chocolate, chocolate chip. Oh my God! Oh, I did it! Ah! España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular.